Also rüberspringen geht nicht. Wir könnten hochklettern, wird es wohl auch nicht gehen von da unten. Das ist viel zu hoch. Können wir hier irgendwo schnell runter? Ne, brechen wir uns den Hals. Also gehen wir doch mal ganz runter und versuchen wirklich von unten irgendwie an den Orkstatuen hochzuklettern. Oder was sich dann noch so ergibt. Und sonst müssten wir irgendwo von oben runterfallen. Aber das könnte sich als sehr schmerzhaft erweisen. Zumal wir die akrobatischen Tricks noch nicht gelernt haben. Na, vielleicht sollten wir es bald mal tun, weil das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir nicht weiterkommen, weil wir uns das nicht zutrauen. So. Das sieht doch fast so aus, als wenn man dran hochklettern könnte. Aber nein. Hier sieht es so ähnlich aus, aber wird auch nicht gehen. Und da geht es ganz tief runter. Schauen wir uns das Ganze einfach ein bisschen weiter hinten an, auch wenn man in der Dunkelheit nicht ganz so viel sehen kann. Also, wir können auf die Plattform, die jetzt direkt vor uns oben ist. Von da aus können wir aber nicht darüber springen, wie es scheint. Das heißt, wir müssten von einer Etage höher, also der Vorsprung, der jetzt vor uns ist, ganz oben. Da können wir bis da oder so hingehen und dann von da aus versuchen, rüber zu springen. Ganz schön halsbrecherisches Manöver. Also ja, das lassen wir erstmal und merken wir uns für später. Weil wenn wir da nicht rankommen, wird da auch kein anderer rankommen. So, wo ging es runter? Oh, wir sind ja schon ganz unten. So, wir haben 60 Lernpunkte noch, die wir zu vergeben haben. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt wirklich ins neue Lager zurück und haben zwei Hände umgucken. Wenn wir einen neuen finden, dann gleich auch zwei Hände trainieren, Akrobatik trainieren, unsere Stärke erhöhen. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir zurück zum Orkfriedhof gehen. Denn es sind zwar immer noch vier oder fünf Orkkrieger, die wir wahrscheinlich nicht erledigen können auf einmal, aber da müssen wir halt ein bisschen auf Tückel zurückgreifen. Also versuchen, ein, zwei von denen rauszulocken und dann weitermachen. Das hat ja hier draußen auch einigermaßen geklappt. So, obwohl hier um die Ecke waren noch gleich drei, vier Stück, ne? Also könnten wir uns eigentlich an die kurz ranwagen, so zum Testen, wie es dann laufen würde. Na, mal schauen. Wir gehen erstmal Richtung altes Lager und von da aus können wir dann weitergucken. So, hier waren diese großen hundeartigen Wesen. Da wollen wir nicht lang. Wir wollen zurück zum Weg und von da aus müsste man eigentlich schon das alte Lager aus sehen können. Da wir sind hier recht hochgelegen. Genau, da ist die eine Burg, wo wir hochgeklettert sind. Und hier runter. Nein, nicht hier runter. Ist doch ein Tick zu steil. Bauen wir die Brücke schon rüber? Da ist der versunkene Turm. Ist das hier wirklich die Ruine, wo das Buch oben lag? Oder ist es eine ganz andere? Sieht bei Nacht so anders aus hier. Gucken wir mal kurz rein. Aber nee, der Turm da hinten sieht aus wie der, den wir bestiegen haben. Na gut, dann müsste es hier auch eigentlich gleich wieder runtergehen. Jo. Das ist jetzt der gesicherte Weg mit der Umzäunung, die hoffentlich gleich kommt. War wohl doch ein bisschen weiter unten. Aber ja, jetzt wissen wir wenigstens ungefähr, wo wir sind. Wissen wir doch. Ja, hier geht's lang. Und dann können wir erstmal im alten Lager kurz schlafen und dann weiter zum neuen Lager. Und wo wir mal wieder im alten Lager sind, können wir auch gleich wieder Fisk und Dexter abklappern.
deren Heiltränke aufkaufen, unser Zeug verkaufen, was wir gefunden haben. Und diesmal vielleicht noch um zwei Händler gucken. Darauf haben wir vorher nicht geachtet. Wir haben immer nur nach schönen Einhändlern gesucht. Und die zwei Händler vollkommen ignoriert. Das können wir also auch noch nachholen. Das Gebiet hier hatten wir auch schon erforscht, oder? Größtenteils jedenfalls, ja. Da waren die ganzen Warane gewesen. So, hier hätten wir hochklettern können, aber das wollten wir nicht. Dann müssten da vorne gleich die Orks kommen. Wo wir zwei schon weggelockt haben. Ich speichere mir mal kurz ab. Und schauen wir, wie wir uns schlagen würden gegen zwei Ork-Krieger gleichzeitig. Das werden wir in dem Friedhof nicht umgehen können. Das lief ja sehr gut. Zugegeben, sie kam nicht wirklich dazu anzugreifen. Das heißt, wir konnten den einen fast umbringen, bevor der andere dran war. Und dadurch sind wir nicht in die Bedrohung gekommen, von zwei gleichzeitig zusammengeschlagen zu werden. Aber ja, ist auf jeden Fall machbar. Wir müssen nur vorsichtig sein. So, was haben wir noch alles an Knabberkram? Das kommt alles in uns rein. Wir haben nämlich Hunger. Hunger, Hunger. Und das auch noch. So, wo zwei Orks sind, werden wahrscheinlich mehr sein. Aber erstmal schnappen wir uns die Fackel. Und gucken uns sie jetzt um. In der Richtung ist schon mal ein Ork. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Richtung ist das alte Lager. Das heißt, da sollten wir nicht unbedingt gucken, sondern hier weiter. Oh, da haben wir diese anderen Hunde, die großen. Und ich höre Schwerter. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade Schwerter aus den Scheiden huschen hören. Also dieses Katsching-Geräusch. Na gut, töten wir weiter hier die Hunde. Die vielen, vielen Hunde. Vielen, vielen, vielen Hunde. Oh, 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 und Orks und überhaupt. Nein. Stimmt, hier waren so richtig, richtig viele. Und hier sind auch nicht gerade wenige Hunde, aber da werden wir einfach mal durchlaufen. Irks. Ja, das sollten wir bei Tage nochmal versuchen. Aber ja, was ich gerade sagen wollte, wir waren da schon mal und hatten versucht, nach und nach einzelne Hunde rauszulocken. Aber das hatte nicht wirklich geklappt und wir hatten dann nachher eine ganze Meute von 10, 20 Hunden und 5 bis 10 Ork-Kriegern hinter uns her. So ähnlich wie jetzt wahrscheinlich. Ne, ist nur einer. Gut, dich bringen wir schon mal um. Oh, viel zu knapp. Viel, viel, viel zu knapp. Aber es ist ein toter Ork mehr. Das ist gut so. Jetzt schleifen wir uns ins alte Lager und schlafen da erstmal. Dann am Morgen, wie gesagt, die Händler abklappern. Und dann können wir uns nochmal an die Hunde ranwagen, wenn Tageslicht ist. Und die weiter dezimieren. So, denn wenn wir das so machen, also erstmal die ganzen Orks auch noch umbringen und die Hunde auch. Dann haben wir vielleicht noch ein paar mehr Lernpunkte, bevor wir zum neuen Lager gehen. So, aber jetzt erstmal in die Haie. So, und auf zum Marktplatz. Fisk und Dexter im Besuch abstatten. Wirklich schade, dass wir nicht den Schmied in der Burg auch als Händler benutzen können. Der hätte bestimmt ganz schicke Sachen. So, Dexter sehen wir noch nicht. Ah doch, der wäscht sich wieder.
Na komm, Dexter. Wir wollen deine Tränke. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. So, kein Erz, keine Heiltränke, jede Menge Waffen, die wir ihm verkauft haben. Und das war's. Na gut, also Dexter können wir vorerst abschreiben. Was ist mit Fisk? Zeig mir deine Ware. Fisk hat jede Menge Jagdtrophäen, die wir ihm verkauft haben. 70 Erzbrocken, das ist nicht wirklich viel. Aber die Fackel nehmen wir schon mal mit. Davon haben wir langsam keine mehr. Dietriche, wie viele Dietriche haben wir noch? 13. Die nehmen wir ihm auch gleich mal ab. Hier haben wir noch eine Karte der Kolonie. Wir haben nur eine Karte zur alten Mine und eine Fokuskarte. Na gut, wir haben eh recht viel Sachen zu verkaufen und recht viel Erz, also nehmen wir die Karte auch nochmal. Das Fleisch kaufen wir mal wieder zurück. Und jetzt kommen die ganzen Waffen. Also halten wir mal Ausschau nach einem Zweihänder. Ja, die Ork-Waffen sind Zweihänder, aber die sind nicht wirklich viel besser als unser Einhandschwert. Und das war's auch schon. Na gut. Also 316 Erzbrocken. Das dürfte mit den Ork-Waffen zum... Oh, was war denn das? Nein, unser Götterhammer, den wollen wir nicht verkaufen. So, weg, weg. Der ist zu wertvoll, weg. Weg, weg, weg. Die ganzen verwitterten Äxte und... Was war das gerade? Unsere Spitzhacke, nee, die wollen wir behalten. Nur so für den Fall, dass wir wieder Fleischwanzen töten müssen. So, Jagdtrophäen weg und schon haben wir genug. Aber auch er hatte nicht wirklich viel mehr zu kaufen. Also keine Heiltränke und dergleichen. Aber schauen wir uns mal kurz die Karte an. Das war die hier. Ja, die ist doch gleich wesentlich besser. Also wir sehen im Osten das Sumpflager, im Westen das neue Lager. Nur im Südwesten das Stückchen fehlt. Das ist dann die Ecke, in der wir uns gerade rumgetrieben haben. Also wo die ganzen Ruinen und Burgen und Orks und Riesenhunde sind. Aber gut, die werden wir auf jeden Fall fortan benutzen. Sollten wir überhaupt noch irgendwo anders hingehen, hier im alten Lager? Nee, ne? Nö. Gehen wir gleich wieder zurück und kümmern uns um die ganzen Hunde. Also ja, theoretisch könnte man noch mal kurz Graham einen Besuch abstatten, ob der inzwischen vielleicht eine richtige Karte hat, also auch von dem südwestlichen Gebiet da, das auf dieser Karte fehlt, aber das können wir auch anderen mal machen. So wie die Karte jetzt ist, reicht das erstmal. Und andere Händler gab es hier ja nicht. So. Also, wir müssen wieder da hoch und den Weg entlang. An dem Schatten vorbei, der uns wahrscheinlich gleich wieder warnen wird, dass wir das Ork-Gebiet betreten. Als wenn wir das nicht wüssten. Wir sind schon oft genug an ihm vorbeigerannt. Sogar teilweise mit einer Ork-Meute hinter uns her. Und, hast du was zu sagen? Nö, jetzt bleibt er seelenruhig sitzen. So. Also, sonst sind wir mal oben umgegangen. Jetzt gehen wir mal unten lang, weil da die ganzen Hunde waren. Genau, ihr da. 4, 5, 6 Stück. Das heißt, erstmal abspeichern. So.